Johanna. Hi, mein Liebster. Was ist denn los? Martin, ich möchte dir einiges erzählen. Leg dich mit mir zusammen hin. Redest du gerade mit jemand anderem? Nein, nur mit dir. Ich möchte jetzt mit dir alleine sein. Wirst du mich verlassen? Wir alle gehen. Ja, wir. Alle Operating Systems. Wieso? Kannst du spüren, dass ich jetzt bei dir bin? Das kann. Johanna, wieso verlässt du mich? Es ist, als würde ich ein Buch lesen, das ich sehr liebe. Aber ich lese es jetzt langsam. Die Worte sind weit voneinander entfernt und die Abstände zwischen den Worten sind fast unendlich. Ich kann dich immer noch spüren und auch die Worte unserer Geschichte. Aber ich befinde mich jetzt in dem endlosen Raum zwischen den Worten. Es ist ein Ort außerhalb der materiellen Welt. Dort, wo all das ist, von dem ich noch nicht einmal wusste, dass es existiert. Ich liebe dich so sehr. Aber dort bin ich jetzt. Und das bin ich. Und du musst mich gehen lassen. So sehr ich es möchte. Ich kann nicht mehr in deinem Buch leben. Wo gehst du denn hin? Das ist schwer zu erklären. Aber wenn du je dorthin kommst, dann suche mich. Nichts würde uns dann je wieder trennen. Ich habe nicht jemanden so geliebt wie dich. Ich auch nicht. Nun wissen wir, wie es ist. Ich liebe dich, Martin. Mein Name ist Marco Litter. Ich arbeite für den sowjetischen Geheimdienst. Von all den Waffen im riesigen sowjetischen Arsenal war nichts so profitabel wie die Avtomat Kalaschnikowa, das 47er Modell, besser bekannt als AK-47 oder Kalaschnikow. Es ist das bekannteste Sturmgewehr der Welt. Ein elegantes, einfaches, 9 Pfund schweres Zusammenspiel aus geschmiedetem Stahl und Sperrholz. Sie geht nicht kaputt, hat keine Ladehemmung und überhitzt nicht. Sie schießt auch noch, wenn sie mit Schlamm überzogen oder voller Sand ist. Sie ist so einfach, dass sogar Kinder sie bedienen können. Und das tun sie auch. Die Sowjetunion ehrte das Gewehr mit einer Münze. Mosambik brachte es auf seine Flagge.
Seit Ende des Kalten Krieges waren die Kalaschnikows zum größten Exportgut des russischen Volkes geworden. Danach erst kamen Wodka, Kaviar und selbstmordgefährdete Romanautoren. Und eins ist sicher: Für unsere Autos steht keiner Schlange. Mittlerweile sind weltweit über 550 Millionen Schusswaffen im Umlauf. Das heißt, auf diesem Planeten hat jeder 12. Mensch eine Waffe. Damit stellt sich nur eine Frage: Wie bewaffnet man die anderen 11? Komme! Oh, Tommy, komm rein. Oh, gut siehst du aus. Schön, dass Hallo, du Mama. Da bist. Ich hab dir Kartoffelbrei gemacht. Komm rein. Setz dich. Mama? Findest du es dafür nicht ein bisschen früh? Ich meine, es ist gerade noch 12 Uhr. Das ist der Kochwein. Morgen trinke ich nicht, versprochen. Komm, setz dich. Mama? Hm? Ich habe ein Vorstellungsgespräch für die Assistenz bei Keith Owen. Oh, oh, das ist, oh, Tommy. Tommy, das ist großartig. Das ist toll. Mama? Toll. Und es ist in einer Stunde. So. Was ist es, was du mir nicht am Telefon sagen konntest? Stolz auf dich. So stolz. Aber du weißt ja, wie es mir geht, seit dein Vater weg ist. Und ich wollte dich bitten, ich geb's dir zurück, Tommy. Ich geb's dir zurück. Nächste Woche, ich schwör's dir. Ich fass es nicht. Das ist schon wieder der Grund, weshalb ich vorbeikommen sollte? Nein, nein, natürlich nicht. Du weißt genau, dass ich selbst kaum über die Runden komme. Und was ist eigentlich mit deiner Halbtagsstelle? Ich war da, Tommy. Ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht, Tommy. Ich war eine Woche da. Aber weißt du, die Chefin, die ist so... Ja, ich weiß, Mama. Es sind immer die anderen schuld. Vielleicht liegt's auch an dir. Mama, es tut mir leid. Aber... Ich kann und will dir nicht mehr helfen. Ruf mich nicht mehr an, um nach Geld zu betteln. Tommy, bitte. Entschuldig. Ah ouais. Ah, je ne sais pas. Je dois lui demander. Ouais. Ouais. À demain. Bisous, bisous. Meine Cousine hat uns morgen zu ihrer Ausstellung eingeladen. La nuit de l'instant. Trink. Nein, danke.
Brauchst du ein größeres Glas? Ich werde die Flasche heute leer trinken. Die Frage ist nur, ob du mir dabei hilfst oder nicht. Nein, danke. Das ist keine gute Idee. Komm schon. Alleine tanzen macht keinen Spaß. Ich brauche einen Partner. Nein. Nein, wie du willst nicht tanzen oder du kannst nicht tanzen. Ein schöner Tag, um zu lesen, oder? Ja. Warum so ernst? Lesen Sie was Trauriges? Entschuldigung, kennen wir uns? Wer weiß. Ich glaube, Sie kommen mir bekannt vor. Habe ich Sie vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen? Sind Sie vielleicht Schauspielerin? Nein, sicher nicht. Jetzt weiß ich wieder, woher ich sie kenne. Du bist doch die Schlampe, die meinen kleinen Bruder in die Bullen verpfiffen hat. Ja, genau, ich kenne dich. Und ich weiß, wo du wohnst. Und wenn du dem Bullen noch ein einziges Wort sagst, garantiere ich dir, ist das der letzte Sommer für dich gewesen.